Hallo und herzlich willkommen zurück zur 61. Folge von Let's Play No Man's Sky. Und wir haben hoffentlich die Soundprobleme im Griff. Hoffentlich. Was war's? Ich habe ja erzählt, ich habe... Was ist das? 1.18, laufen wir mal hin. Ich habe erzählt, ich habe Updates gemacht. Und dabei habe ich auch... Erstmal hier konzentrieren. Sorry, ist nicht so einfach. Hier ist irgendwie... Ne. Und dabei habe ich auch... Das... den Soundtreiber aktualisiert. Ich habe hier ein USB-Sound-Interface. Und dieses USB-Sound-Interface... Oh je, du schon wieder. Kann da sein, dass das nicht wirklich gut funktioniert. Also, was ich jetzt machen werde... Ich werde einfach nicht stehen bleiben und hoffen, dass die mich nicht kriegen. Konvergenz, das ist super. Denn fliegen könnt ihr wahrscheinlich nicht. Habe ich die eigentlich schon erwischt? Räuber, du bist also ein Raubtier. Du Sau. Sollte ich jetzt wirklich hier zu Fuß hinlaufen? Ich weiß gerade nicht, ob das eine so super Idee ist. Na jedenfalls, ich war ja gerade am Erzählen. Also ich habe den, ich habe ein USB-Sound-Interface. Und zwar ein Focusrite Sapphire. Das ist ein Vierkanal-Interface. Ich kann also vier Headsets anschließen. Und der Grund, warum ich das habe, ist hauptsächlich wegen des Podcasts. Weil ich hier Leute einladen möchte, dann auch gegebenenfalls und dann bis zu vier Leute gleichzeitig eben im Raum sitzen können. Nicht, dass ich das bisher gebraucht hätte, aber ich kann es eben. Ach ja. Schön, damit... Ich glaube, jetzt werde ich hier erstmal speichern. Die Ebenen. Und dafür gab es eine neue Control-Software und diese Control-Software hat eben auch einen neuen Treiber mitgebracht. Oh, wir haben sogar noch einen Atlas Plus. Wenn ich den mitnehme, dann habe ich ja... Ja. Wenn ich den mitnehme... Ja, aber ich habe doch einen Atlas Pass, Kind. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Oh shit, da habe ich jetzt ja... Da kann ich jetzt ja gar nicht so... Oh, Plutonium habe ich nicht im Schiff. Mift. Aber dich schmeiß... Also wir brauchen auf jeden Fall, glaube ich, Kampf. Kampfkrempel. Komm. Schick. Ich war heute im Aquarium. Und noch ein Sauber. Also tatsächlich ein wenig ungemütlich ist es. Mit diesen ganzen Viechern, die mir hier so böse gesinnt sind. Ja, Tamium 9, na gut. Gibt's oben im Himmel. Tamium gibt's im Himmel. Bei Opa und bei Oma. Die sitzen auf Tamiumwolken. Oh oh. Ach, das ist wieder so ein Ding, was ich nicht mag, ne? Kabauz. Du dumme Nudel.
Wenn man in Bewegung bleibt, dann können einen diese hohlen Viecher irgendwie nicht so viel anhaben. Das ist super. Storm möchte ich zurück zu meinem Schiff. Ich möchte so langsam zurück zu meinem Schiff, ja. Okay, das sind die Wissenssteine, die ich vorhin erwischt habe. Also, ich habe meinen Audio-Treiber aktualisiert und seitdem dieses Knacken in der Leitung gehabt. Was ist das? Und dachte, hab dann gesehen, weil ich wirklich eine Menge aktualisiert habe, dass die so einfach mal rein, sehr schön. Ah, dass die, wie heißt es, die Bitrate, mit der ich aufnehme, die war unterschiedlich. Das Device hat standardmäßig 44.1K nach einem Update. Das habe ich auf 48K umgestellt. Ach, das ist doch schon wieder so ein Ding. So ein Depot. So wirklich glücklich werden wir hier nicht, habe ich das Gefühl. Ich hätte ja gern einen Handelsposten. Da ist nämlich Emeril. Hier ist auch wieder Emeril. Aber auf dem Planeten Emeril abzubauen, ist, glaube ich, ein wenig stressig. Weil du musst ja irgendwie, du ständig sind diese hohen Stürme, dann ist es irgendwie zu heiß, dann hast du diese komischen Krabben, die dich angreifen. Ist ja alles so semi. Das ist auch wieder nur eine Wohnung von irgendwem. Das könnte aber... Landen wir mal, gucken wir mal, was das ist. Um den Punkt jetzt endlich mal zu Ende zu machen, dachte ich tatsächlich, dass die Bitrate falsch war. Und das habe ich gerade geändert und stellt sich raus, die Bitrate ist nicht gut. Und dann habe ich ein wenig hin und her probiert und was schließlich zum Erfolg führte. Und was ist das da oben eigentlich? Was schließlich zum Erfolg führte, war, den alten Treiber zu installieren. Hier kann ich jetzt nicht sehen, aber es ist das Emmerer. Nun kann ich sie leider gerade nicht verkaufen. Ich bin also jetzt mit dem alten Treiber unterwegs. Ich hatte mit dem keine Probleme, aber es ist ja schon so, dass wenn irgendwie ein Treiber-Update rauskommt, dass man das dann vielleicht doch installiert, weil man denkt, hey, 2.0, okay, also das ist das der erste Treiber, der bei diesem Interface dabei war. Das ist eine neue Version des Interfaces. Es gab auch eine alte Version, das ist jetzt so Next Gen, wie es heißt tatsächlich. Ah, da komme ich doch jetzt auch in. Ja. Das ist ja cool, dass du kommst. Das ist jetzt ja. Ich gebe euch Atlas Pass. Schild wiederherstellen. Das habe ich. Multiverzug habe ich. Jetzt muss ich mal ein bisschen was machen. Ich habe einen Atlas Pass. Oh, das ist super. Damit komme ich nämlich zumindest da schon mal rein, wahrscheinlich. V2. Mach mich nicht. Hier auch. Oh, das hätte ich jetzt aber natürlich fast wieder übersehen. Ich stehe beim Terminal und beobachte ein Signal von einem unbekannten Stern, das endlos auf dem Bildschirm abgespielt wird. Das Muster scheint klar, aber was soll ich eingeben? 2.7. Das Schöne ist ja, egal mit welcher Rasse wir zu tun haben. Nicht? Die Rätsel bleiben immer gleich. Ich entdecke einen Ort in den fernen Sternen.
Der ist aber weit weg. Vielleicht laufe ich da ja mal zu Fuß hin, so rein spaßeshalber, weil ich's... Obwohl, 4 Minuten. Ah, vielleicht laufe ich da nicht zu Fuß hin. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich irgendwas mit dem Multiwerkzeug machen soll. Diese Viecher nerven mich ja schon. Und hier kann ich halt 5-5. Breitschuss und so. Und dann fehlt noch Rückstoß. Strahlenverstärker Omega. Angriffs. Das mache ich jetzt mal hier hin. Und Rückstoß. Zielt. Oh, der wäre natürlich cool, ne? Ja, entschuldige, wenn ich immer noch so ein bisschen huste. Ich bin tatsächlich. Zink und Heridium. Okay, Heridium können wir finden. Also damit kommen wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Was haben wir denn eigentlich in diesem Anzug? Wir haben Antimaterie, wir haben einen dynamischen, wir haben einen Konvergenzwert, wir haben eine dimensionale Matrix. What for? Seriously? Also, was ist denn das da oben? Den kann ich irgendwie mal wegmachen. So, den brauche ich jetzt nicht. Den kann ich vor allem immer wieder bauen. Plutonium. Wir sollten auch mal was im Schiff lagern, glaube ich. Hier geht's raus. Wir müssen mal schauen. Das Schiff ist... Kann ich da irgendwas machen? Mich unterstellen, wenn es regnet. Immerhin. Netter Service. Wollen wir einmal... Ja, alles nicht so wild. Das ist Tamium, das möchte ich eigentlich jetzt nicht. Was ist das? Emerald, ja, cool. Ach, nein. Himmelgesäß und Nähegang. Holla die Waldfee, holla lalala. Ich hab verstanden. Gespeichert haben wir, ne? Nur um. Speichern wir nochmal. Okay, haben gespeichert. Schön. Schiff. Schiff. Ich bin so blind manchmal. Fahren wir mal Richtung Ruine. Na, das sind ja alles irgendwie keine Entfernungen hier, wo dann nochmal ein Handelsposten zwischen sein könnte. Ach, das muss ich vielleicht auch erklären. Ich bin ja Folge 60. Wenn ihr sie gesehen habt, habt ihr gesehen, dass ich zwischendrin vorgespult habe. Und zwar gab es da einen Zeitraum von 20 Minuten. Den ich überbrücken musste, weil meine Tochter meine Aufmerksamkeit gefordert hat. Und dann hatte ich eigentlich nach Folge 61. Ja, jetzt muss ich aber tatsächlich irgendwie. Was habe ich im Schiff? Aluminium, Tamium. Die Startschub. Sakovic. Tamium machen wir weg. Und dann werfen wir mal Plutonium ins Schiff. Was ganz gut ist, weil dann habe ich jetzt mal Plutonium im Schiff. Und hier 2 frei. Die uralte Markierung summt in einer Frequenz, die sich tief in mein Innerstes gräbt und mich mit den Stimmen der Chorwachste Echos erfüllt. Entschuldige. Wissen pflastert den Weg zum Verständnis der Wahrscheinlichkeit. Der Atlas sprach in Fragmenten. Die Atlas-Schnittstellen sind ihre Schatten. Die Monolithen sind ihre verstreuten Kinder.
Zusammen vermitteln sie die Weisheit des Unendlichen. Sie müssen verstanden werden. Ich habe das Wort für ruhig gelernt. Dankeschön. Das sieht aus wie so ein Seepferdchen auf Beinen. Merkt man, dass ich tatsächlich heute im Aquarium war, weil die Assoziationen sind doch sehr fishy. Hier war doch noch ein Wissensstein. Danke. Der Reisende. Okay, jetzt bin ich ganz oben. Hier hätte ich eben hinfliegen können. Habe ich mich nicht getraut, weil ich dachte, dann komme ich nicht wieder runter. Ziemlich coole Viecher, die sie hat. Wirklich. Also die begeistern mich. Die sehen auf diesem Planeten total schön aus. Was ist denn das? Nichts. Die habe ich schon. Den habe ich noch nicht. Wahrscheinlichkeit. Oh, den habe ich bereits. Ist das... Nochmal kurz gucken. Fleischfresser, Temperament unstet. Mal sehen, ob er... Oh ja. Er ist hinter uns her. Du einmal. Okay, ich brauche unbedingt diesen Rückstoßadapter, aber... Der Durchschlag dieser Waffe ist jetzt nennenswert. Die habe ich jetzt auch entdeckt, oder? Also da konnte ich jetzt nicht speichern. Ich habe das schon wieder vergessen. So, weiter geht's. Seitdem ich also den alten Treiber habe, habe ich keine Aussetzer mehr beim Ton. Oh, was ist das? Ansonsten war in Folge 60, das war ja die erste Aufnahme, in der ich in Full HD aufgenommen habe, War das jetzt die ich entdeckt habe? Aber ich weiß es wieder nicht. Nein, die habe ich sicher nicht entdeckt. Es sah so aus, als hätte die Welt eine Wunde. Grellrot und am Rand zerfetzt, wie etwas, das einmal gelebt hatte und in Stücke gerissen wurde. Ich hätte wegbleiben sollen. Hätte ich die Luft dieses Planeten atmen können, dann hätte ich wohl einen üblen, fremdartigen Geruch wahrgenommen, aber meine Neugierde konnte ohnehin nichts bremsen. War es tot? Dort, wo ich es berührte, war die Oberfläche feucht und nachgiebig. Plötzlich schien es sich zu bewegen, als würde es sich auf einer Matte aus Wimpern langsam von mir entfernen. Ich hätte es in Ruhe lassen sollen. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des Reisenden. Es wurde etwas hinterlassen, das mir auf meiner Reise helfen wird. Cool. Den kenne ich zur Abwechslung mal noch nicht. Das ist die Abwurfkapsel, das ist das Isotop. Jetzt schauen wir mal da hinten rein. Weil schön ist nicht. Schön ist nicht. Oh, das hier, das erinnert mich so ein bisschen an Day of the Tentacle. Hier kommen wir dann nicht mehr weiter. Das ist eine beschädigte. Okay, diese Baupläne, das... Ein Energiekanister. Ach, wie herrlich. Ich hasse diese Dinge. Ich traue mich eigentlich schon gar nicht mehr reinzuschauen.
Hier speichern wir jetzt mal ganz schnell. Achso, die Energiekanister, bevor ich wegfliege. Bevor ich wegfliege. Was kann ich denn mit denen machen? Kann ich die in die Lebenserhaltungssysteme? Das ist gut. Das ist gut. Die Startschubdüse verlangt nach Plutonium. Der Impulsantrieb nach Thamium. Oh, da können wir doch. Der Hyperantrieb nach einer Warpzelle. Jetzt sind wir wirklich ein bisschen was losgeworden. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah ja. Die Suspensionsflüssigkeit. Eine Perle. Und weiter geht's. Da unten ist Emerald, glaube ich. Ach, das ist wieder so ein Ding. Da müssen wir ja mal nachgucken. Ich komme gar nicht zum Erzählen, weil hier laufend was passiert. Wo ist jetzt das Ding? Schönes Ding haben sie da, aber wo? Ach, da unten. Erinnerungen von Subündri. Grelles Licht bricht aus der antiken Markierung hervor. Es umschließt mich und taucht meinen Verstand in die Erinnerungen und Stimmen der Korvax-Echos. Die Träume der Entitäten, die hier einst ihre Götter angebetet haben, werden die meinen. Die Atlas-Schnittstellen treiben allein durch die endlose Leere. Sie sind still. Sie sind unverständliche Fragmente eines uralten Ganzen. Und doch formt ihr Abdruck in Raum und Zeit unsere Existenz. Sie sind die Gleichung und das Leben ist die Antwort. Durch die Monolithen verleihen sie ihrer grenzenlosen Bedeutung und unserer eigenen ein Verständnis. Mein Wissen wächst. Habe ich schon. Okay, du bist so ein Vieh. Du bist so ein Metallvogel. Oh, was habe ich denn schon wieder erreicht? Schon wieder, den hatten wir jetzt lange nicht mehr. Okay, ich habe einen Korvax-Ansehen von 8 und ich würde gerne einsteigen. Und das kann ich nicht, wenn ich in diesem blöden Meilenstein bin, der mich eigentlich gar nicht so sehr interessiert. Ich würde gerne tatsächlich zu so einer Handelsplattform kommen. Und das kann auch nicht sein, dass die auf diesem Planeten keine Handelsplattform ist, oder? Ist das wirklich so? Ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt wieder irgendwie anfange, euch zu erzählen. Ich hatte, glaube ich, angefangen zu erzählen, dass ich nach Folge 60, wo der Spielesound ein wenig leiser war als sonst. Und das war auch die erste Aufnahme, die ich mit 1080p aufgenommen habe nativ und nicht mit 1440p, weil wegen Performance und so ein Krempel, da hinten ist eine Tasche, die wir nicht mehr brauchen. Und das war auch die erste Folge mit eben dem Sound-Update, dem Sound-Treiber-Update, das ich ja jetzt rückgängig gemacht habe, damit es nicht zur Aussetzung kommt. Das ist auch wieder nicht zum... Ach Mann! Ich glaube, den gucken wir noch an und dann fliegen wir mal weiter. Obwohl, da hinten ist noch was. Da hinten rechts gucken wir noch. Ich wusste es, ne? Wisst ihr was? Ich gehe da jetzt einfach mal rein. Auch keine Viecher da. Gut. Unschönes Wetter hier. Plasmawerfer ist bereits bekannt. Schild auf Maximum und einmal gucken, was das uns bietet. Ein Signal. Das lese ich jetzt aber nicht vor. Ich mache jetzt einfach 8390 und finde
einen Ort in den fernen Sternen. Eine Ruine. Weiß ich nicht, ob wir die nachgucken. Aber was ich weiß, ist, wir... Draußen ist ja eh blödes Wetter und wir schauen mal, dass wir jetzt die Folge beenden. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst mir ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst mir auch ein Like da. Abonniert mich. Erzählt weiter, dass ich dieses Let's Play mache. Weil es gibt nicht so viele No Man's Sky-Spieler zurzeit. Aus Gründen. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Ciao mit V.